Das ist Jochum. Und der Jochum, der möchte ein Segelboot kaufen. Wow, mal was ganz Neues bei uns. Mal was Neues. Eines der schlimmsten Seegebiete, das man aufsuchen kann, in der Idee, wo ich hinreise, ist wohl Island. Ne? Ja. Das ist so. Zum Beispiel, wir haben Juni und da sind jetzt Windwarnungen, dass man also Böen bis zu 30 Meter pro Sekunde erwarten kann. Okay. Jetzt nur im Norden, aber wenn man sich zufällig da draußen auf See da befindet, dann Sache, ne? Ja. Also ja, er kommt aus Island und da soll es auch wieder hingehen. Ist also weit im Norden und das bedeutet, dass das Schiff ein waschechter Explorer sein muss. Dieses Wort Explorer, das ist ja nun mittlerweile in vieler Munde, also so ein typisches Schiff, wo man überall mit hin kann, vor allen Dingen in die extremeren Breiten. Genau, man kennt es ja von den Messen mittlerweile, die Hersteller machen ja auch ganz gut Marketing. Garcia zum Beispiel, das ist ja recht bekannt, nur dass Jochums Schiff keine Millionen kosten soll. Darf. Also 200.000 Euro ist das Budget. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge Geld, nur in der derzeitigen Marktlage oder diesjährige Marktlage ist die Aufgabe gar nicht mal so einfach gewesen. Ja, das Angebot für so ein spezielles Schiff, vor allen Dingen hier oben im Norden, ist natürlich sehr, sehr dünn. Man bekommt zwar was, aber in der Regel ist es entweder sehr runtergerockt oder es ist zu teuer. Und egal, was von den beiden Dingen zutrifft, es ist relativ schnell weg vom Markt. Ja, das kann man so sagen. Vom Grund des Schiffes her, ich möchte gerne eben eins haben, was stabil ist, ja, womit ich auch im Nordatlantik überlebe. Ich will natürlich auch nicht ein Schiff haben, was überhaupt nicht läuft. Ja. Und dann kam nach circa 2 Monaten Suche dieses Schiff hier auf den Markt. Das Angebot, das war erstmal ziemlich schwer einzuschätzen. Ne? Also Aluminium Einzelstück mit Decksalon 42 Fuß, mit super spezieller Aufteilung, aber ganz gut ausgestattet für den Norden, mit Ofen, Kutterbesegelung, Solar, Windgenerator und Radar, alles was man so braucht. Baujahr 2002 sogar und es soll nur 109.000 Euro kosten. Damit hatte es schon mal unsere volle Aufmerksamkeit und dann stand dem Inserat auch noch Folgendes. Sehr robust und stabil für Einhandsegler oder kleine Crew. No Bullshit, just sailing. Kein Schickimicki, kein Tic-Deck, kein Platz zum Sonnenbaden für Ibiza-Girls auf dem Vordeck. Deckslackierung wie bei jedem Aluboot mit optischen Mängeln. Ja, der letzte Punkt ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, weil nicht jedes Aluboot hat optische Mängel, aber gut, in dem Preisbereich auf alle Fälle mag ich den Humor. Der Verkäufer, der ist auch noch ein Zuschauer von uns und das hat wahrscheinlich auch noch dafür gesorgt, dass wir da schnell eine gute Verbindung herstellen konnten und uns das Boot quasi unter den Nagel reißen konnten. Denn potenzielle Käufer standen echt Schlange. Und du musst ja am Anfang massiv Interesse gehabt haben, oder? Also innerhalb von 6 Tagen oder 5 Tagen waren, ich glaube, 10 oder 12, die, ne, und dann die besichtigen wollten. Ja, viele finden es halt interessant und gut, aber es muss halt auch erstmal einer sagen, jetzt. Mhm. Das ist immer so. Sage ich hier wirklich ja, ne? Ich glaube, vom Innenausbau her ist es ein bisschen problematisch, weil es nur für bestimmte Leute in Frage kommt. Der Knackpunkt ist im Endeffekt die Frau mit dem Doppelbett. Genau. Das ist, Das ist der Knackpunkt. Ja, du hast halt nicht klassisch irgendwie zwei große Kabinen, wie es normalerweise auf der Schiffsgröße ja wäre, dass du eine fette eigene Kabine und eine Gästekabine hast. Ihr könnt euch ja schon denken, wir waren eben die Ersten, die dann wirklich zugesagt haben. Denn für Jochum ist eine große doppel-eigener Kabine gar nicht mal so wichtig, die Optik auch nicht. Das Schiff muss praktisch sein und die Substanz ist wichtig und das Gesamtpaket muss eben ins Budget passen. Ja, sieht ja so aus, als hätten wir da noch viel Spielraum und dann schauen wir mal, was wir alles so finden an diesem äußerst speziellen Schiff. Wir haben also mit Jochum zusammen alles organisiert. Jochum wohnt ja auf Island und er kam dann mit dazu zum Gutachten. Der Max kam dann auch noch mit dazu. Da starten wir. Los geht's. Es gefällt mir, muss ich einfach sagen, es gefällt mir. Ja, sehr und schön. Und was ich mir nicht gefällt, das ist relativ einfach zu ändern. Guck mal einer an. Hallo. Ja, Max, was ein Zufall. Jo. Max. Du auch hier. Hi. Ja. So ist es in Kiel, da trifft man sich. Ja.
heute eine Exploration-Yacht, eine One-Off. Ich bin echt gespannt, wie das Ding aussieht. Das hat sich ein englischer Diplomat bauen lassen, der damit quasi alleine die Nordwestpassage gemacht hat unter anderem. Ist eine Aluminium-Decksalon-Yacht, die jetzt aber relativ günstig verkauft wird. Ist ein bisschen was dran zu machen, aber wir werden sehen, ob die von der Struktur her und von der Substanz her gut ist. Ich freue mich drauf. Bin vor allem gespannt, wie sie segelt gleich. Ja. Ein bisschen Wind, ein bisschen genau. Kühl ist auch. Perfekt. Ja, leider. Ist halt Kiel, ne? Von der Beschichtung her ist es nicht mehr schön. Es sind einige Stellen, wo die Beschichtung auf dem Aluminium einfach abgeht. Aber man sieht keine Korrosionsblasen drunter, das ist gut. Also es sieht jetzt optisch nicht schön aus, aber es ist halt Aluminium. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Aber ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet, weil das ist ein günstiges Boot und war auch so abgesprochen oder war auch so besprochen gewesen, dass es so aussieht. Insofern. Und der Jochum, der hat ganz klar auch noch genügend Budget, um an dem Boot einiges machen zu können. Genau, das ist wichtig. Er blättert halt überall die Farbe ab und man sieht, die Voreigner haben auch, sage ich mal, das schon so spotweise immer wieder an den Stellen, wo es passiert ist, halt repariert. Ja, an sich hast du halt nur zwei Optionen. Entweder du machst das genau wie die Voreigner und immer wenn irgendwo ein Spot auftritt, machst du es, hast irgendwo einen offenen Farbpot die ganze Zeit stehen. Aber ich glaube, man ist da relativ schnell genervt von. Viel mehr Sinn macht das, es einmal komplett zu machen. Einmal einen neuen Decksanstrich drauf und dann da hat man Ruhe. Zumindest für relativ lange Zeit. Das ist das Schöne an Alu. Hier rostet ja nichts. Ne? Das sieht einfach nur unansehnlich aus. Ja. Mir gefällt das Boot von der Aufteilung her für eine Exploration-Yacht. Also für eine Person, ein bis zwei Personen, ist es schön aufgeteilt. Also sehr praktisch einfach für eine lange Fahrt. Decksalon, du kannst sehr schön rausschauen. Du hast schmale Betten, die aber überall Lehsegel haben, also wo du dich bequem reinlegen kannst und immer sicher liegst. Hier, ne, bist du am Punkt des Bootes, wo es sich am wenigsten bewegt. Gehst dann halt nach vorne, hast hier ein schönes großes Bad. Und vorne hast du auch nochmal Kojen bzw. schöne große Ablagefläche. Das ist für eine kleine Crew ist es gut gemacht. Und zudem hat man, also alles, was hinter dem Niedergang liegt, unterm Cockpit, da ist keine Koje oder irgendwas, sondern da ist alles Stauraum, Bugskiste. Eine große Bugskiste. Eine große Bugskiste. Und das ist ja für Exploration ist das ja auch immer eine gute Sache, weil du hast ja sehr viel dabei, außer Stauraum. Und wenn du keine so eine große Crew hast, ist das völlig ausreichend. Das ist hier eine riesen Bugskiste unter dem kompletten Cockpit. Da ist natürlich wahnsinnig viel Platz hier drin und man kommt wunderbar an die ganze Peripherie ran. Also die Steueranlage, der Ruderquadrant, Ruderkoker und so weiter, Autopilot. Das ist einfach super einfach erreichbar. Der Tagestank ist einfach erreichbar. Das ist gut gemacht, definitiv. Hast zwar hier keine Kohlen drin, aber dafür kommst du halt überall wunderbar ran. Steht immer noch der Drehzahlmesser? Der steht immer noch, ja. Also er meinte, gestern ging er noch und er meinte sowas wie, der kommt noch. Weiß ich nicht, wann der noch kommt. Wir fahren jetzt erstmal ein kleines Stückchen, so 10 Seemeilen ungefähr durch die Kieler Förde durch nach Wentorf, um das Boot rauszukranen und uns das Unterwasserschiff genau anzuschauen. Da wir eher Wind von vorn haben, werden wir hinzu mal den Motor testen und zurück zu werden wir die Segel testen. Wie viele wurden davon gebaut? Weißt du das? So, offiziell 3, aber eigentlich gibt es nur einmal. Also es gibt noch eins aus Aluminium, das sieht von unten her auch so aus, aber der Aufbau ist anders. Und eins gibt es noch in Holz-Epoxy, sieht aber auch anders aus. Das hat er halt der für sich alleine bauen lassen, dass er halt alleine mehr oder weniger auf die Welt segelt. Und ist dann Nordkap hochgefahren, dann ich glaube Grönland und dann runter Südamerika und dann in die Antarktis. Die Nordostpassage, okay, schön. Hat es ja schon einiges gesehen. Ja. Nicht schlecht. Ein Schiff mit? 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 Na, mit? Charakter. Ein Schiff mit Charakter, ja, und mit? Mit?
Seele. Ja, also den Motor auf Volldampf laufen lassen ist immer so ein bisschen so, macht man nicht gerne. Ist auch nicht so schön für den Eigner, ne? Aber ist halt notwendig, muss halt gucken, ob die Temperatur im Bereich bleibt. Dann machen. Mittlerweile läuft der Drehzahlmesser. Wir sind bei 2300 Umdrehungen. Circa laufen laut GPS allerdings nur 4 Knoten, was jetzt nicht ganz so viel ist für diese Schiffsgröße. Hätten wir jetzt mehr erwartet, dann müssen wir dann mal gucken, wenn das Boot in der Schlinge hängt, wie der Propeller aussieht, was sich da alles angesetzt hat. Da wird ein bisschen was dran sein, wa? Muschelfarm. Hier war also gerade gar nicht mal so einfach reinzukommen, weil, wie man sieht, da ist der Travel Lift und diese Box hier ist ziemlich schmal und da sind andere Stege und der Wind kommt von da gar nicht mal so wenig. Also war gerade ein ordentliches Manöver, der Kran ist ja auch nicht gerade leicht, Bugstrahlruder hat er auch nicht, also war spannend, aber wir haben es reingeschafft. Die sind auf so großen Boote gar nicht eingestellt. Ich glaube, ist ja auch wie kleiner Treppe. Ja. Wir machen das Rafterstark los, damit auf dem Vorstark weniger Last ist, damit wir den Splinter rauskriegen, damit wir das Vorstark abmachen können, damit wir den Treblis passen. Und weil jemand, keine Ahnung warum, zwei Spanner hier eingebaut hat, wahrscheinlich hat man mal die Pressung erneuert und einfach ein Stück Draht abgeschnitten und das fehlende Stück hat einfach durch einen weiteren Spanner ersetzt. Okay, praktisch. Ah, das Ding hängt jetzt richtig durch, jetzt haben wir eine Chance. Ah, das sieht auch gut aus. Bei dem Windgenerator geht das Kabel von außen raus nach unten am Mast entlang. Ich frage mich, wie der sich rumdrehen soll um sich herum. Der bleibt da am eigenen Kabel hängen, wenn er sich dreht, wenn der Wind sich dreht. Ist denn wieder Kabelüberhang vorgesehen? Also den würde ich sowieso runterschmeißen, das geht ja gar nicht. Ne? Aber es gibt eh nur einen, den man nehmen sollte. Oh, okay. Ja, genau. Das ist ja die Fläche eines Fußballfeldes zusätzlich da unten dran. Deswegen sind wir halt auch nur 4 Knoten gefahren. Ich habe mich gerade gefragt, ob die uns das Schiff wenigstens noch strahlen oder ob wir jetzt mit dem Spachtel das abkratzen. Genau. Nee. In Deutschland muss der ganz genau in der Mitte stehen, der Poller. Egal, ob das stört oder nicht, der muss in der Mitte stehen. Poller in der Mitte, das ist ja unglaublich. Aber wir haben nie gesehen. Halt nur für Twin Keel. Ja, genau. Auf den ersten Blick ist außer Muscheln nichts anderes zu sehen. Ja. Okay, ab. Dafür haben wir Max mitgenommen. Der kann alles. Ihr habt auch Regenjacken an, ne? Kannst meine Regenjacke haben. Das wäre nass, da wäre sie noch nasser geworden. Das ist ja echt der Hammer. 2 Minuten für eine Marke? Wieso brauchen wir 20 Marken hier, um das Schiff sauber zu kriegen? Wenn du im Süden, im Mittelmeer irgendwo ankommst, ist es selbstverständlich, dass sie dir dein Boot abspritzen. Dann kostet zwar was, aber dann wird es einfach gemacht. Du hast ja auch die Klamotten an entsprechend. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Und dann zwei Minuten für eine Marke? Ja. Bist du ja, eine Stunde dran? Welches Schiff hast du denn 2 Minuten abgespritzt? Ja, ich stell dir vor, du bist alleine. Du rennst dann immer zu dem Automaten. Da ist natürlich auch noch 50 Meter Laufstrecke. Ja. Da ist die Hälfte von 2 Minuten schon um, wenn du am Boot angekommen bist. Und dann auch noch mit so einer Selbstverständlichkeit, ja nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Diese hochwertigen Gespräche und Dialoge sind der Grund, wieso ihr alle bei uns abonniert seid, ne? Genau.
willst jetzt keine Umarmung, oder? Nee, kommst du essen kannst du auch. Ja, sehr schön. Was mir hier ja als erstes auffällt und auch richtig gut aussieht und strömungstechnisch sehr geil gelöst ist, sind die Opferanoden, also die Zinkanoden hier. Die sind nämlich eingelassen in den Rumpf, was natürlich sehr cool ist. So sollte das immer sein. So sollte es ja immer sein. Darüber regst du dich ja immer am meisten auf. Ja. Ne? Wie einfach ist es? Einfach hier so eine Mulde, da kommt die rein, fertig ist. Ungefähr dieser Bereich hier ist Blei. So, hier und dann hier bis ungefähr da. Du hast jetzt hier die 8 mm Kielplatte, ne? die liegt hier drin und überträgt die Kräfte vom Kiel in die ganze Konstruktion. Und hier ist auf jeden Fall Hohl. Ah. Da ist nichts hinter. Kannst du mal weiter unten klopfen dann? Das ist dann hier die Bilge ungefähr hier. Ja, und das ist dann hier diese. Da das selbst adrodierendes Antifouling ist, hat allein das viele Strahlen und Muschelkratzen dafür gesorgt, dass jetzt an vielen Stellen gar kein Antifouling mehr drauf ist. Und interessanterweise ist auch gar kein Primer darunter. So können wir ganz entspannt, haben wir unsere Messpunkte. Ja. Wenn man schon selbst irodiertes Antifouling nimmt, ist es auch clever, einfach zwei verschiedene Farben zu nehmen. Dann kann man erst schwarz, dann rot oder andersrum. Und wenn dann die eine Farbe weg ist, dann weiß man, dass man wieder dran ist mit Streichen. Hier ist für Jochum wahrscheinlich eh kein Problem, weil der wird eh Coppercoat drauf machen und dann muss das eh rum. Das ist jemand wahrscheinlich schlecht aufgepeilt, weil man sieht ja hier ganz klar, dass hier entspannt läuft und hier entspannt läuft und jemand hat offensichtlich den Pallen genau hier hingestellt. Oder man ist irgendwo da, aber weiß nicht, man läuft ja nicht da auf. Kann durchaus sein, der war ja mit dem Boot im Packeis gewesen, dass es halt vom Eis eingedrückt wurde ein bisschen. Ja, es geht um mehrere. Es fängt hier ganz langsam an, nicht nur hier. Doll, hier ist es am schlimmsten, aber es zieht sich bis hier und läuft hier langsam aus und auch, dass die beiden Felder, wo du da stehst. Ach, guck mal, jetzt hier. Für die Möwe ist das natürlich. Oh, alles schön mit Antifouling. Ich finde es auch schön, dass es ein Rundspand ist und kein Knickspand. Ja, weil es einfach förmiger ist, stromlinienförmiger, hochwertiger verbaut. Ist halt ein Segelboot. Ne? Wer macht auch Knicke in Segelboot? Kein guter. Das ist natürlich krass aufwendig zu bauen, ne? Die ganzen Platten so zu biegen. Ja, das kriegst du natürlich nicht selber gebaut, wie jetzt die Reinkiss oder so. Das muss dann schon eine richtige Werft machen. Also die Platten so rund zu dengeln und dann auch noch Aluminium, das ist schon nicht trivial. Ist teuer, wird deswegen auch selten gemacht. Aber wenn man das Boot gebraucht kauft, spielt es einem natürlich in die Hände das. Und dann haben sie, die müssen Biegewalzen haben. Richtige, schwere Maschinen. Du kannst die Platte rollen, dann hat sie schon mal die Biegung. Die Biegung. Aber du hast ja trotzdem nach hinten das Problem. Du musst ja oft dann auch um zwei Richtungen biegen. Ja. Oder wie gesagt, was sie auch oft machen, wenn die so Einzelbauten sind, dass die halt über die Spanten gebogen werden. Ne? Dass du Spantengrippe hast und dann werden die darüber gebogen und direkt angepunktet. Da gibt es verschiedene Verfahren. Ne? Also du baust den Rumpf quasi auf den Kopf. Jetzt kommt der spannende Part, auf den du so gewartet hast. Jetzt bauen wir alles zurück. Okay, dann gebe ich da Last drauf. Das ist das geilste Geräusch beim Segeln, ne? Was? Das. So, hier unten sieht man die Isolationstestbox, also der misst Kriechströme. Und hier dran sieht man, wenn irgendetwas mit der Isolierung des Schiffes nicht passt, also sozusagen, wenn du dir galvanische Korrosion ins Haus holen würdest, hier ist jeweils eine grüne und eine rote Lampe. Wenn die grüne Lampe leuchtet, ist alles okay. Wenn die rote leuchten würde, dann wäre es nicht okay. Da muss man halt gucken, woran es liegt, beziehungsweise was hier was Sache ist. Dann gibt es Kriechströme und dann könnte es passieren, dass die Aluminiumhülle quasi korrodiert. Jetzt wird es erstmal wieder spannend, hier aus dieser netten Box rauszukommen. Max, das Bugstrahlruder. Sehr gut. Und raus! Das ist ja sehr praktisch hier. Ich bin einfach vorbereitet mit Schäkel und Karabiner. So wünsche ich mir das. So wünsche ich mir das auf jedem Boot. Genau, wie ich fahre. Du musst ein bisschen weiter nach Backbord. Ja. 6, 6.
großgängig gut hochzuziehen. War sehr, sehr leichtgängig, sehr schön. Ja, ging sehr leicht zuzugucken, wie Max das hochgezogen hat. Fandst du den leicht? Ja, so. Ich fand es leicht. Wie du da gezogen hast, ja. Okay. Und Hendrik geht auch schön leicht, oder? Geht schon leicht, ne? Geht auch super leicht. Herr Schümann, wollen wir wieder den letzten 10. Knoten rausholen oder was? Wir wollen die Segel für die Fotos wenigstens auch vernünftig hinstellen. Ist doof, wenn es oben flattert. Nee, ist richtig. Ist auch blöd, wenn es oben flattert. Jetzt sieht doch geil aus, ja, oder nicht? Jetzt ja. Domi wollte mir einfach nur Regattasegel unterstellen. Ist echt überhaupt gar nicht nervös. Also vorhin am Wind hat man gemerkt, dass die Bewegungen extrem entspannt sind. Im Vergleich jetzt zur modernen Konstruktion. Ja. Unsere würde sich jetzt gar nicht bewegen bei dem. Weil würdest du dich einfach eine Welle draufsetzen, dann würdest du einfach stabil auf dir liegen. Ja, ihr werdet aber auch drei Knoten schneller. Ja, Minimum. Ja. Ja. Segelt sich sehr gut, ist sehr, sehr schön ruhig. Und ich glaube, man kann mit dem entsprechenden Equipment auch noch ein bisschen mehr an Speed rausholen. Vor allem im sauberen Unterwasserschiff. Genau, Aber wenn man jetzt sagen, Mann, Nummer, ich fange damit jetzt nicht an, den Baum verlängert. Will man nicht mehr Fläche oben haben oder ist das nicht ein Unterschied, wo die Fläche ist? Ist es schon, klar. Aber oben bringt die Fläche natürlich mehr Power nach vorne, ja. Aber natürlich auch deutlich mehr krängendes Moment, ja, weil sie weiß, oben ist. Ich weiß. Also an sich willst du beides. Du willst sowohl oben als auch hinten die Fläche haben. Aber die Frage ist ja, wo bekommst du sie einfacher her? Das ist ein Baum. Und wenn du einen längeren Mast willst, dann brauchst du ja gefühlt alles neu. Ja. Während wenn du nur einen längeren Baum willst, dann brauchst du nur ein neues Großsegel. Ja. Also an sich kannst du den Baum ja bis zum Geräteträger fahren. Kannst ja fast 1,5-2 Meter Baum hinten dran machen. Und das macht dann auf die Rückhöhe, macht 2 Meter hinten dran schon einiges an Quadratmetern, was du ins Groß kriegst. Motormäßig ist es ein bisschen untermotorisiert, weil es halt ein sehr schweres Boot ist und 50 PS ist dafür ein bisschen schlaffi. Vielleicht macht es auch schon ein anderer Propeller und wichtig für ein Langfahrtboot. Speziell für die etwas windigeren Gegenden, aber eigentlich generell, ist diese Schiene hier, die ist fürs Trysail. Also das heißt, das Trysail, das nutzt man ja, wenn sehr starker Wind ist, wenn man quasi auch nicht mehr im dritten Reff segeln kann. Dann nimmt man das Segel runter und führt auf einer separaten Schiene ein Sturmsegel ein. Und das ist einfach notwendig, wenn man halt wie Jochum jetzt quasi um die Welt segeln will, beziehungsweise in den windigeren Gegenden unterwegs ist. Das ist ja zu klein, ich komme nicht rein an den Baum. Das ist ja echt geil. Was ist los? Das ist geil, was du da alles drin lagern kannst. Und ich glaube, ich komme da auch rein, um das da drin zu lagern und aufzuräumen. Aber ob Jorum da reinkommt, das sehe ich noch nicht. Dann müsstest du oben mit Leinen rein. So musste jetzt jemand den Austernfischer machen. Dann muss ich mir im Zweifelsfall ein größeres Loch machen. Ich würde sagen, das musst du. Sehr schönes Ding. Gefällt mir. Auch wenn ich jetzt nicht, sagen wir, ständig in Island bin, so ist der Nordatlantik doch wohl meine Spielwiese in der Zukunft. Da ist das richtige Boot. Ja, dafür ist es. Ja, perfekt. Das glaube ich, für Jochum ist das schon ein sehr schönes Boot. Ist gut aufgeteilt, um alleine unterwegs zu sein, hast eine sehr gute Übersicht. Es ist von der Aufteilung her ein bisschen verwinkelt auf den ersten Blick. Einzigartig. Die Aufteilung ist so gemacht, dass man sehr gut segeln kann damit. Aber es ist halt jetzt nicht luxuriös. Mit Inselbett ist eben auch nicht ganz weiträumig, sondern du kannst dich überall gut festhalten, einklemmen, für eher rauere Bedingungen konzipiert. Ist eben sehr, sehr sicher gebaut. Du hast überall Lehsegel, hast einzelne Kojen. Entgegen meiner Erwartungen
haben wir bei diesem Schiff tatsächlich nichts Substanzielles gefunden. Ich meine, es ist ja immerhin eine Alu-Yacht als Decksalon, sehr gut ausgerüstet. Und dann für den Preis, ne? Hat mich schon ein bisschen gewundert und war natürlich damit auch ein echt guter Deal, der für Jochum wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Allerdings muss man dabei auch sagen, dass Jochum jetzt relativ frei war in seinen Bedürfnissen und Anspruch dem Boot gegenüber, was in so einem Fall natürlich auch sehr wichtig ist. Speziell, wenn der Bootsmarkt so ist, wie er ist gerade, ne? Genau, ja, erstens das und zweitens ist das Boot halt wirklich für eine Person ausgelegt gewesen. Schon mehrere Personen, aber mehrere einzelne. Ja, mehrere einzelne Personen, kein genau, Pärchen, kein Pärchen. Ansonsten hätte man sich die Bugkabine ausbauen müssen. Genau. Das geht ja auch noch. Er sollte auf alle Fälle die Elektronik updaten, einen anderen Windgenerator anbauen. Der war nicht mehr so dolle. Das Deck sandstrahlen und neu beschichten. Das Unterwasserschiff, das muss auch mal richtig hübsch gemacht werden. Und das stehende Gut muss getauscht werden. Und natürlich ein paar andere optische Sachen. Alles in allem sollte mit 50.000 bis 60.000 Euro da eigentlich alles abgedeckt sein, was anfällt. Und dann hat er ein wunderbares Schiff, mit dem er quasi gleich lossegeln kann in den Norden. Und seine Abenteuer um Island bestehen kann. Ich würde sagen, ich bin so zufrieden. Dann ist sowieso gut, wenn du zufrieden bist, dann... Es ist ein gebrauchtes Boot. Man erwartet dies und jenes. Das ist es. Ich meine, wie ein Gebrauchtauto oder ein altes Haus, das man kauft. Da wird es immer was sein, was man vielleicht nicht so ist, wie man es am besten haben wollte. Und dann muss man halt selber irgendwann mal das... Ja, genau. Das ja, ist die Sache. Ich denke, ich habe jemanden gefunden, der genauso denkt, wie ich auch gedacht habe, als ich mir das Boot ausgesucht habe. Ja. Ich habe auch nach genau den Sachen geschaut. Das war ein echt schönes Projekt mit dem ersten Segler auf unserem Kanal, der in den Norden segeln will. Ne? Im neuen Jahr wird es ja eine ähnliche Story geben, mit etwas mehr Budget und spezielleren Kriterien. Ne? Und jetzt im Dezember, da kommt noch einiges von uns. Also schön die Augen offen halten nach neuen Folgen. Ne? Nicht verpassen. Und dann wünschen wir euch allen noch eine schöne und ruhige Vorweihnachtszeit. Du hast schon alles gesagt. Viel Spaß mit dem Weihnachtsmann. Wir sehen uns auch vorher nochmal. Ja, stimmt. Der Neil, der kommt ja auch noch. Aber wir verraten jetzt nicht zu viel. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao. Adios.